Da war ich ja zur Berufsschule gegangen. Da habe ich ja Gothic 1 und Gothic 2 so intensiv gespielt. Zugegeben, das waren noch mehr so gecheatete Zeiten, aber... Aber trotzdem, ach Mensch. Ah ja, dieser besagte Poser-Metalcaller mal wieder. Vor dem habe ich bestimmt... Ah ja, Torchlight 1 war das ja, wo ich das erzählt hatte. Naja. Ach, was soll's. Feldrüdi. Ihr kriegt mich nicht. Die Feldräuber will ich zumindest hier mitnehmen. Ah ja, Level 10. Sehr schön. Willst du nicht sterben? Der wollte es eiskalt nicht tun. Aha, dem habe ich jetzt nochmal einen Crit versetzt. Boah, Mensch. Anstrengend. So, erstmal die Fische essen. Ein Dunkelpilz. Butlerfleisch. Guten Appetit. Mao? Oh, das sind Waage. Nee, da traue ich mich jetzt nicht weiter rein. Alles klar. Aber du wirst ja Bescheid. Und nun? Mein Plan wäre jetzt noch... warte mal. Mein Plan wäre jetzt noch, nochmal zu Dingens zu gehen, weil ich habe gerade gesehen, ich habe noch das Sumpfkraut-Paket noch eingesammelt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal auf den Hof, also zum Großbauern. Wobei, was ich aber noch zwischendurch machen kann... Nee. Nee, ich gehe zum Großbauern. Wir werden noch früh genug da vorbeikommen. Ach ja. Ganz so schön ruhig. Tote Harpie. Oh. Das gerade über mich ergehen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhig. Allein das. Habe ich hier ernsthaft noch Pilze vergessen? Verrat.
Ach ja, ich kann ja noch... Von mir erfährt keiner was. Oh nein. Ich kann ja weitere Punkte investieren. Weitere Stärkepunkte. Oh ja, bis 60 will ich auf jedenfalls noch skillen. Bis 60 Stärkepunkte. Damit ich hier einiges reißen kann. Ich weiß ja nicht. Ich weiß aber dennoch nicht, ob das ausreicht. Dann... Na, hau fester! Sentenza. Die würde ich mir auch mal gern verknüpfen noch, ehrlich gesagt. Genauso wie... Bulko. Meine Meinung will ja keiner hören, zum ersten Mal. Ah, genau. Gut, dass ich hier bin. Hey! Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. Das interessiert mich nicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Man selbst ist aber nicht drauf. Meine Meinung, Bill ja ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torlov und lass dich auf die Probe stellen. Ich habe die Probe bestanden. Gut, dann werde ich für dich stimmen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch. Das höre ich zum ersten Mal. Oh, weiß ich nicht, soll ich jetzt noch weiter in andere investieren, oder? Weil, ich würde gerne... Ich erzähl dir doch nichts. Meinst du, mir geht es besser? Er muss das ja besser. Wisst ihr was, ich mach das jetzt. Bring mir bei, wie man ein Schwert schmiedet. Ganz einfach. Besorge dir ein Stück Rohstahl, halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Achte vor allem darauf, dass die Klinge nicht zu kalt wird. Du hast immer nur wenige Minuten Zeit, an deiner Waffe zu arbeiten. Den Rest findest du schon raus. Reine Übungssache. Ja, das hat er wirklich. Das war doch klar. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Da kann ich ja nur ein grobes Schwert schmieden, glaube ich. Oder wie war das jetzt? Also komm nicht zum falschen Leute. Ich hab's noch meine eigene. Wo hast du das denn schon wieder her? Ach genau, ich soll da noch, wenn ich jetzt Erzwaffen schmieden will, brauche ich schon 5 Erzbrocken oder was? Kann das? Habe ich das schon? Warte mal, ich rede mal mit dem, ich frage ihn erstmal. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Solange du keiner von uns bist, werde ich den Teufel tun, dir das Geheimnis der Erzwaffen zu verraten. Ich weiß gar nicht, es gibt nur sehr wenige Schmiede, die es kennen. Und ich glaube, nicht mal die Schmiede in der Stadt kennen es. Und das ist auch gut so. Sonst rennen demnächst die versoffenen Stadtwachen alle mit Erzschwertern rum. Ist das wirklich wahr? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Das hat er doch vorher. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Die wollen eskalt, dass die Stadt zugrunde geht. Ich wäre mir da nicht so. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Meinst du, mir geht es besser, was anderes wird? Hey! Ich wäre mir da nicht so. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich bin ganz deiner Meinung. Wir haben ihn natürlich doch. Warte mal, gab's bei dem noch was, oder? Glaubst du wirklich daran? Warte mal. Komm, ich will meine Fähigkeiten. Das will doch keiner wissen. Am selbst ist doch da nicht drauf gekommen. Er hat auf die falschen Leute gehabt. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Keine Ahnung, sag du, wenn er das nicht sieht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich wäre mir da nicht so sicher. 55, jetzt sind wir wieder auf dem angemessenen Nenner. Kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht aber... Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Ah, ja. Hast du was dagegen, wenn ich bei euch mitmache? Wenn du die Probe bestanden hast, werde ich für dich stimmen. Das habe ich. Na, dann ist ja alles klar.
Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Oh, oh, ja. Da sagt er was. Das sind allzu gut für mich. Selbst das. Oh, und da brauche ich gerade mal 60 Stärke für, um das zu tragen. Der hat wirklich sehr gute. Das bringt mir nichts. Aber was ich... Na komm. Wolfszahn weg. Das weg. Die Degen kann weg. Spitzer gewaltig, auf jeden Fall. Weil... Was wäre Schmieden ohne Bergbau? Und ohne Bergbau, ne? Kein Schmieden. Also habe ich jetzt doppelt gemoppelt gesagt, hey. War jetzt ein bisschen blöd. Die Säge kann weg und der silberne Ring kann weg. Den Erzbrocken behalte ich auf jeden Fall. Gut. Na, lieber darfst du dazu. Was gibt's eigentlich noch zu tun? Ich meine, ich würde gerne mal... Meinst du, mir geht es besser? Glaubst du wirklich daran? Davon ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe Dingens überzeugt. Ich habe Cypher ja geholfen. Ich habe Hodges schon mal überzeugt. Bennett meine ich, Entschuldigung. Ich kann das nicht glauben. Ach egal. Ich mache noch einige Sachen davor. Ich werde mich jetzt noch nicht anschließen. Bisschen Scheiße bauen werde ich jetzt noch. Ich konnte ja noch mit dem reden, ne, wegen dem Paket, oder? Nee, kann ich jetzt eben nicht mehr, weil... Ich bin auch so ein Dämmel, hör mal. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Was? Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Naja. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Ach, meinetwegen. Aber, aber, aber. Alle gucken schon so angespannt, hör mal. Alle sind so angespannt. Warte mal. Wie viel Mana habe ich? 19. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Und rennt weg. Ich will das nicht hier drin machen. Oh, der ist ein bisschen schneller als ich. Kann das? Ich werde jetzt erstmal nämlich mit Feuerball drauf pumpen. Ich krieg dich noch! Jihi! Und anschließend... Oh, soll ich mal die Viecher anlocken? Ich krieg dich noch! Natürlich pull ich die alle zu mir, ja. Aber alle! Allesamt! Toll. Super Idee war das. Ich krieg dich noch. Scheiße. Das war jetzt nicht wirklich... Ach. Nee, 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 nee. So war das nicht geplant. Warte mal. Ich werde nicht... Oh. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Ja, keine Lust. Ich krieg dich noch!
Meinst du? Verbrenne. Ich krieg dich noch! Ja, klar. Ich hab's immer noch drauf. Wow, du bist der Beste. Du musst eigentlich auch bald aufstehen. Ernsthaft? Ach komm, nimm mich doch. Weiß ich nicht. So kann ich ihn nicht besiegen. Wird so nix. Oh, da geht das mal raus. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass ich daran was halte. Also, komm mir nicht so. Ich habe mir das schon gedacht. Warte mal. Ich werde so einiges. Ich krieg dich noch. Ah, lauf doch. Verdammt noch mal. Der elende Kritterrammer. Das wird zu nichts. Der ist einfach viel zu heftig. Na, ja, dann nehme ich. Ich habe für so etwas keine Zeit. Weißt du, dass jemand dazwischen? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Er hat auf die See schon mal nicht gehört. Warte mal. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wir beide. Ich wüsste nicht, wo. Warte mal. Ich werde. Ich habe eine andere Idee. Ich weiß ja nicht mal, wie ein Schwert hält. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie soll ich den besiegen, ehrlich gesagt. Ich krieg dich noch! Na? Ach shit. Pepe! Du hast eine Chance, sie wieder zu verprügeln. Ich krieg dich noch! Oh. Leg mich doch am Zopf. Nee, das gibt's doch gar nicht, ey. Das hab ich aus Versehen ja scharf abgeschossen. Ist doch ein Traum, hör mal. Ich hatte das nicht. Ich würde sagen... Nächste Folge reden wir nochmal mit Torloff. Wahrscheinlich halt habe ich dann... Glauben, was man hört. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich hab da meine nee, ich will nichts vorweggreifen. Wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Tschüss. Ich hab mir das und Bulko schiffert sich erstmal ein. Den pisse ich noch ins Bein.